Herzlich willkommen bei Clemens Handwerk. Heute anlässlich der Arbeit auf der Baustelle zeige ich euch mal einen kleinen, feinen, aber kurzen Meißelhammer-Vergleich. Ich habe hier den Bosch GBH45DE, einen Bohrer- und Stemmhammer mit knapp 9 Joule Schlagenergie. Und hier habe ich den Makita HM1213C, ein reiner Stemmhammer mit knapp 19 Joule Schlagenergie. Bleibt dran und seht, wie unterschiedlich die sich schlagen. Ja, ich denke, da braucht man nicht mehr viel zu sagen. Ihr habt gesehen, wie das mit dem Bosch ging und wie das dann mit dem Makita abging. Der Makita ist natürlich viel, viel schwerer und darum auch deutlich kürzer nur zu halten, aber trotzdem hat man im Endeffekt ein schnelleres Vorankommen. Also man muss immer die Maschine entsprechend seinen Bedürfnissen und das, was man hier eben gerade macht, anpassen. Und dann geht es auch viel leichter. Hätte ich das jetzt mit dem Bosch gehabt, dann wäre ich immer noch zugange, aber auch in einer halben Stunde noch. Trotzdem soll das kein Vorführen des Bosch sein. Jeder hat seine Daseinsberechtigung. Aber ihr seht, was man mit einem reinen Meißelhammer mit richtig Power anrichten kann. Und dass so ein Ding immer sinnvoll ist einzusetzen, wenn man aufgrund der Position, und das ist am Boden nun mal relativ einfach, die Maschine gut halten kann. Das macht natürlich nichts
oder gar keinen Sinn, wenn man damit hocharbeiten muss an der Decke oder so. Da würde man nach einer Minute umkippen mit dem Teil. Aber für solche Aufgaben hier ist ein Meißelhammer mit ordentlich Kraft durchaus sinnvoll. Okay, das ein kurzer Vergleich von mir und ja, ihr seht bald Baustellenvideos, die kommen. Da bin ich fleißig am Aufnehmen. Okay, ich hoffe, ihr fand den kleinen Vergleich recht informativ. Ich bin der Meinung, es ist informativ und man sieht, ob man sich so eine dicke Maschine noch zulegen sollte oder nicht. Und wir sehen uns demnächst bei Umbauvideos. Macht's gut.